Hallo ihr Lieben, Tag 8, Dreist goes online. Es ist nicht immer leicht, sich was Neues einfallen zu lassen und ja gut, ich habe mir auch ein paar Sachen überlegt. Diesmal habe ich mir überlegt, was könnte ich den Leuten geben, könnte ich den Leuten bieten. Männer, seid froh oder seid beruhigt, es ist kein Kursus, ein Salsa-Kursus oder ein Kochkurs hier online. Nein, keine Angst. Ich habe mir überlegt, es gibt ja viele Männer und sogar ich auch, die brauchen ab und zu so ein paar Inspirationen, ein paar Handgriffe, womit sie ihre Garderobe zum Beispiel zu Hause gestalten, was sich an, was geht nicht. Ja, da habe ich mir überlegt, vielleicht kann ich euch vielleicht an ein paar Teile, die man grundsätzlich dann im Kleiderschrank haben muss, wie kann man sich darauf seine Kollektion, seinen eigenen Stil so ein bisschen zusammenstellen. Okay, ich habe heute überlegt und wir fangen mal mit einer ganz normalen, naja, für viele ist es nicht normal, eine Dry Jeans Weste an. Das braucht jetzt keine Jeans Weste sein, das kann auch eine andere Weste sein. Ich zeige euch heute, wie man mit so einer Weste sich verschiedene Styles, sich verschiedene Stile dann auch zusammenstellt. Ja, vielleicht bringt es euch was. Viel Spaß. So, da bin ich wieder. Also, Style 1, Idee 1 wäre folgendermaßen. Man hat ja zu Hause vielleicht seine alte Lieblingslederjacke liegen, die in manchen, ja, ich sag mal so, in manchen Monaten des Jahres ein bisschen zu eng ist, da gibt es ja die Möglichkeit, sich da jetzt was einfallen zu lassen. Bei einer Weste ist es ja schön, dass die Ärmel komplett sichtbar sind und in dem Fall habe ich dann meine alte Lederjacke angezogen und die Weste drüber, wodurch ich einen ganz anderen Style habe. Das heißt, Jeans mit Leder kombiniert, sieht immer gut aus. Das ist meine alte schwarze Weste, die ich euch gerade in neu gezeigt habe. Die ist schon ein bisschen eingetragen. Also in dem Style könnte man es machen. So, da bin ich wieder. Ich habe das gestern schon gezeigt, dieses Outfit. Ganz einfach. Man kann mit ganz kleinen Akzenten schon mal was Neues kreieren. Und hier in diesem Fall ist es halt eine alte Jeansjacke, die ich habe. Die habe ich mal drunter gezogen. Gerade hatten wir Lederjacke, jetzt ist Jeans. Also schon komplett ein anderes Bild, schwarz-weiß und dann die rote Mütze dazu. Gibt einen ganz anderen Look, einen ganz anderen Stil. Ja. So, neuer Versuch. Ich habe meine alte Short-Bomber-Jacke, die wir hier auch noch verkaufen, habe ich mal angezogen und da mir die Weste drüber gestülpt. Wenn es ein bisschen kälter ist draußen oder noch im Frühjahr, kann man sowas anziehen oder im Herbst, dann geht das alles. Eine Kombi ist möglich, die Weste bleibt, der Rest variiert. Ja, sieht doch gut aus. Ja, oder halt offen, ne? Ja, und hier dann die grüne Bomberjacke anstatt der blauen. Ja. Passt. So, der nächste Versuch. Ein Ringelshirt. Jeder hat doch bestimmt irgendwo zu Hause oder man kann auch hier erwerben, ein Ringelshirt liegen. Ich habe mal die Knöpfe bis ganz oben zugemacht. Sieht immer ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ein bisschen gekleideter aus. Ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Also ein Ringelshirt, ein Longsleeve geht immer. Also jetzt sofort so bei den Temperaturen, so gerade 15 Grad, so rausrennen, ist vielleicht noch ein bisschen kalt. Aber so in der Art kann man es machen, wenn es ein bisschen wärmer wird. So, einer meiner Favoriten, ein Hoodie. Ja, ich finde ein Hoodie ist halt ein Teil, was man braucht in seinem Schrank. Ob das jetzt ein schwarzer, ein grauer oder ein naturfarbener ist. Ein Hoodie gehört dazu. Auch in Kombi mit so einer Weste, einfach geil. Ob man jetzt die Mütze hochträgt oder halt runter, es passt. Man könnte hier sogar
erst den Hoodie, die Bomber und dann die Weste drüber. Dann kriegt man so einen Winterstyle und ja. Ja, und dann für die warmen Tage, wenn es halt wärmer draußen ist, einfach ein T-Shirt. Was ich dann mag oder was ich empfehlen würde, ist dann halt auch einen Kontrast aufzubauen. Es kann ein weißes T-Shirt sein, ein graues, ein rotes, ein grünes oder was auch immer. Aber der Kontrast muss schon da sein. In diesem Fall ist es eine Off-White-Farbe, ein Off-Weiß und kann man halt in dieser Art machen. Ja, und zum Schluss vielleicht mal was komplett anderes. Jetzt ist die Weste drunter anstatt drüber. Viele trauen sich das nicht, aber man kann das einfach machen, man muss es einfach machen. Und das ist ja bei den meisten Sachen so: einfach tun, einfach machen, einfach rausgehen, sich wohlfühlen, das ist das Wichtigste bei allem. Also der Kleiderschrank braucht gar nicht so groß sein, da können nur einzelne Teile drin hängen, aber wenn man die richtigen Sachen hat und kombiniert, kommt man ein Stück, kommt man sehr weit. Und in diesem Fall habe ich dann mal ein Sakko. Für viele Männer natürlich ein schwieriges Thema, ein Sakko. Ja, ein Sakko ist ein Sakko. Nein, ist es nicht. Jetzt zeige ich euch morgen, was man mit dem Sakko so alles machen kann. Für heute reicht's. Ich hoffe, ich habe euch mit der Weste dann so ein bisschen inspirieren können, was man mit einer Weste anfängt oder wie man es kombiniert. Ja, das war's für heute. Vielen lieben Dank. Bis dreist, bis morgen. Ja, und als PS, als kleiner Anhänger, möchte ich mich hier über diese Weise beim Peter bedanken. Er hat mir mit einigen Tipps sehr gut geholfen, gerade in dieser schweren Zeit. Und er hat mir vor ein paar Monaten, ich glaube vor ein paar Wochen, diese Speedway-Jacke zukommen lassen. Er macht den Online-Shop für Java und macht auch auf Instagram und Facebook für Java Motorcycles Werbung, also Vintage-Sachen. Und wollte dann über diese Weise zeigen und kurz erläutern, dass man auch diese Jacke online kaufen kann, nicht bei uns, sondern bei java.shop. Geile Speedway-Jacke, gar nicht teuer, ich glaube, die kostet 69 oder 79 Euro. Ist von sehr gutem Material, winddicht. Ja, ich meine, richtig geile Angelegenheit. Gefällt mir, vielleicht gefällt es euch. Schaut mal rein. Danke.